und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute den Western Star mit einem neuen kleinen Add-on. Das gucken wir uns heute mal an. Da schauen wir uns mal an. Also der Cap bleibt natürlich gleich. Wir haben hier bloß, passt mal auf, ich muss mal gucken. Da habt ihr hier nämlich jetzt die Möglichkeit, oben einen Kipper zu fahren. Ne? Sieht dann so aus, finde ich ganz cool. Hat was. Da müssen wir mal durchgucken, was hier noch alles so mit dabei ist. Hier haben wir, muss man gucken, hier haben wir dann keine Aufbauten mehr. Also gehen wir nochmal zurück, hier gibt es nämlich noch ein bisschen was. Irgendwo war noch was versteckt, hier haben wir noch was ganz was Langes. Ich muss mal gucken. Genau, hier ist nämlich noch was. Genau, hier kannst du Kühe durch die Gegend schüsseln. Sieht ganz witzig aus. Dann haben wir noch Mobile, was weiß ich was. Ölfässer oder so ein Leim. Oder hier noch so eine Art Kühl, könnte eine Kühlbox sein, ne? Kühlaggregat? Ja, irgend sowas, ne? Also das könnt ihr jetzt hier so ein bisschen durch die Gegend schüsseln. Sieht, finde ich, auch ganz freaky aus. Aber ich werde das mal so lassen mit diesem Kipper. Den finde ich irgendwie stark. Der gefällt mir. Wir nehmen auch mal fette Leistung. 7 Gänge. Das lassen wir einfach mal so, das Interieur hier. Dann haben wir hier noch unseren Skin. Da könnt ihr dann irgendwas drauf machen. Das ist auch washed. Ist ja egal. Ich lasse mal weiß. Weiß ja egal ist. Was haben wir hier noch? Da kann man nämlich ein paar Rundumleuchten drauf machen. Die passen nämlich dann sehr gut dazu hier, warte mal. Ja, ich lasse es einfach so. Egal. Da ein paar Lampen noch. Bam. Bam. Das lassen wir auch, das Sonnenschild. Das lassen wir. Machen wir noch die Spiegel dazu. Dass es alles ein bisschen ein rundes Bild abgibt. Das lassen wir auch mal weg. Warndinger, die brauchen wir auch nicht. Chrom. Lackiert. Lackiert. Ja, nochmal lackiert machen hier. Dann mal Alu, Chrom. Ach, der Deckel. Lass mal auch so. Witzig, weil hier haben wir auch dann diese Einstiegsleisten mit Lampen dazu. Das finde ich ganz, finde ich eigentlich sehr schick. Das sieht auch dann dementsprechend sehr, sehr, sehr gut aus hier. So, was haben wir hinten noch? Okay, wir haben hinten einen Schmutzfinger. Ich weiß nicht, ob der dann animiert ist. Wenn er da so da hängt, gehe ich mal schwer davon aus, dass er animiert ist. Aber das werden wir uns dann gleich noch anschauen. Was da hinterlegt ist. Ne? Weil wenn der so hoch hängt, dann kann sein, dass der animiert ist. Aber das gucken wir uns gleich noch an. Keine Panik. Auf der Titanic. So, die Spiegel lassen wir auch mal so. Interieur, glaube ich, wollen wir nicht großartig drauf eingehen hier. Das bleibt nämlich alles so, wie es ist. So, wir starten mal unseren Western Star. Cool sieht er ja aus. Mit dem ganzen Kies hier. Jetzt sieht man ja auch gleich, ja, hier hinten der Schmutzfänger, genau, ich habe es ja schon erwähnt, er ist dann animiert, er wackelt ein bisschen zu viel. Also ist ein ganz leichter Lappen. Anhand, nicht so ein Schmutzfänger, so wie wir den halt kennen. Ne? So, von den, hier ganzen Lichttest hier mal ganz abgesehen, habt ihr hier eine Blinkfunktion, hier auf einer Seite, ne, wie das alles blinkt. Ich mach's mal wieder aus. Die Rundumleuchten hinten an der Stoßstange finde ich auch ganz nett. Und leuchten tut hier auch alles. Ne. Das ist gar nicht verkehrt. Was ist an der Seite, sind wirklich Schnauze da hinten. Das sind alles nur Blinker hier, ne? Also keine Positionsleuchten oder so. Ne. Schnauze habe ich gesagt. Ich habe Stress hier. Terminfracht in allen Herren Ländern. So, also wie ihr seht, funktioniert es ganz gut soweit hier, das alles. Was natürlich ein bisschen doof ist, wir haben ja jetzt hier keine Fracht mit dabei. Da ich ja ATS nicht so oft zocke, weiß es vielleicht der eine oder andere, vielleicht gibt es ja für den ATS einen sogenannten Cargo-Mod. Was heißt das? Ihr könnt, wenn es sowas gibt, dann könnt ihr euch das runterladen und dann könnt ihr dementsprechend euch den, so wie er jetzt ist, hier ganz normal in dem Fall Sand fahren, wenn es dann in der Definition hinterlegt ist. Und dann könnt ihr hier Sand fahren. Oder halt die Kühe, was ihr vorher gesehen habt. Da müssen wir halt mal gucken, ob es für ATS sowas gibt. Zwar für ETS2 gibt es ja sowas auch. Dann würde es auf alle Fälle Sinn machen und sieht auch natürlich ganz witzig aus. Das muss man auch mal so erwähnen und so sagen. Das ist schon dann gar nicht so verkehrt. Wenn es sowas gibt, dann kann man auch mal hier so einfach mal Sand, Kies, whatever fahren. Coole Sache. Gut. So. Genau. Das war es im Prinzip von mir. An euch da draußen. Falls ihr noch Fragen habt zu diesem Mod, dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten, wenn jemand weiß, dass wir diesen Cargo-Mod, dann darf es gerne kommentieren.
Dann werden wir das mit anhängen. Dann wissen die Leute gleich Bescheid. Ansonsten wir mal Daumen da lassen, Abo vom Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich viel Spaß mit diesem, naja, kleinen Add-on für den Western Star, der den hier jetzt noch ein bisschen aufwertet anhand, ja, mit Kühen, mit Sand. Das andere war, glaube ich, ein Kühler, ne? In diesem Sinn, allzu gut Fahrt, macht's gut, bis bald. Adios.